zu teure Immobilien, das ist ja in aller Munde. Gabriel Seifert von Gropius hat die Lösung, und zwar, wie man günstig in der jetzigen Zeit noch bauen kann. Darüber sprechen wir jetzt im Interview hier auf der MIPIM 2024 bei bestem Wetter. Hi Gabriel. Grüß dich, Fabi. Hi. Grüß dich. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns zu sprechen. Und genau, schieß mal los. Was könnt ihr genau? Wie schafft ihr es, trotz der gestiegenen Baukosten und der angespannten Marktsituation trotzdem noch relativ günstig Immobilien zu bauen? Ja, das Problem ist ja vielschichtig. Also wenn wir anfangen und uns angucken, wie aktuell sich der Markt verändert hat, ist der Neubau ja zum Erliegen gekommen. Das genau, ist ein ganz großes Problem. Und wir bei Gropius kommen aus einem ganz interessanten Ansatz. Und zwar gucken wir uns tatsächlich die Technologie an. Und technologisch gesehen ist der Bau an sich wahnsinnig ineffizient. Also wir haben im Bau große Ineffizienzen durch Einzelvergaben, die entsprechend stattfinden, und viel Arbeit, die vor Ort geteilt eben umgesetzt wird. Mhm. Der modulare Ansatz ist an sich nicht neu, den gibt es seit vielen Jahrzehnten. Wenn man sich die Wohnungsbauprogramme der 70er Jahre anguckt, ist tatsächlich modulare Fertigung absolut auch etabliert und ist auch vom Markt angenommen worden. Wir bei Gropius haben den Ansatz adaptiert und haben tatsächlich aber die Themen unserer Zeit mit hineingepackt. Das heißt zum einen die Digitalisierung, das heißt wir haben ein digitales Planungstool, ja, mit dem wir tatsächlich direkt am Digital Twin planen können, und zwar so tief, dass alle Stücklisten mit angereichert werden, okay, die Beschaffung auch organisiert werden kann und am Ende auch tatsächlich die Robotersteuerung übernommen werden kann. Das heißt also, das, was wir planen, bauen dann später die Roboter auch zusammen. Und so entsteht tatsächlich nicht der Plattenbau der 70er Jahre, sondern tatsächlich ein nachhaltiges Gebäude, was modernsten Standards Genüge tut, indem wir mehrere Werkstoffe verwenden, wie zum Beispiel Holz im Primären, aber zum anderen auch tatsächlich das Gebäude smart machen. Das heißt, also wir haben ein Building Operating System, mit dem wir konkret Nutzerverbräuche, Smart Metering und Ähnliches lösen können, Smart Metering betreiben können und tatsächlich konkret verschiedene Fragestellungen, die sich auch durch die ESG-Regulatorik ergeben haben, auch jetzt schon lösen können. Okay, da frage ich mich doch, okay, in den 70ern gab es diese modularen Bauweisen schon. Warum? Da war ja so ein Cut drin. In den 80ern, 90ern, 2000ern gab es ja nicht so sehr. Warum hat es dann damals aufgehört und dann kommt es jetzt wieder? Was war da der Grund dafür? Ja, mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass natürlich die Wohnungsbauprogramme der 70er Jahre primär eben auch staatlich induziert waren, um entsprechend Themen zu lösen, die sich dann auf dem Wohnungsmarkt etabliert hatten. Und zum anderen aber auch so, dass die Wohnbaupolitik der 80er, 90er Jahre stark von eben den Lösungen aus den 70ern profitiert hatte. Wir haben in Deutschland ja das Thema, dass immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung fallen und zeitgleich ein starkes Bevölkerungswachstum in den Top 7 Städten eben stattfindet und eben diese Disparität entsteht, was Nachfrage und Angebot herrscht. Und bei Gropius können wir natürlich durch unser System ganz zügig diese Lücke auch schließen, okay, weil unsere Erstellungszeiten sind in der Regel 60% schneller als einfach der konventionelle Bau. Wenn ich jetzt ein Grundstück habe und ganz genau weiß, wie viele Geschosse man bauen darf und so weiter, wie lange dauert es, wenn ich mit eurem coolen System so einen Plan haben will, kann ich dann innerhalb von einer Woche schon oder innerhalb mit ein paar Klicks schon sehen, was da realisiert werden kann, oder ist es ein bisschen aufwendiger? Es gibt mehrere Stufen, in denen man sich nähert. Natürlich ist es so, dass es zum Beispiel baurechtliche Vorgaben gibt, die man beachten muss, die dann entsprechend in den Planungsschritten vorab berücksichtigt werden müssen. Deswegen muss man nicht gleich mit einer Genehmigungsplanung entsprechend sich des Themas nähern. Das heißt, wir fangen in der Regel mit einer Volumenstudie an. Das heißt, wir gucken, welches Volumen lässt sich mit welcher Flächeneffizienz in unserem Bausystem herstellen und reichern dann diesen Datensatz immer weiter an. Das heißt, wir gucken uns den Wohnungsmix an, wir gucken uns aber auch die Produktspezifizierung an und überlegen uns, inwiefern wir diese Datenpunkte dann immer weiter benötigen. Häufig ist es ja so, dass auch quasi Investoren gewisse Wünsche haben oder auch dann Projektentwickler, aber auch dann kommunale Themen mit eine Rolle spielen, die dann immer weiter im Planungsprozess berücksichtigt werden müssen. Das heißt, wir könnten theoretisch sofort eine Genehmigungsplanung dann auch erstellen und erzeugen, aber das ist eine Sache, die häufig in der Praxis einfach auch an den bürokratischen Hürden scheitert. Deswegen gucken wir, dass wir den Datensatz lean Stück für Stück anreichern. Und was kostet dann so ein Quadratmeter
also unabhängig vom Grundstückspreis, das hängt ja immer von der Lage auch ab, wie teuer das Grundstück ist, aber wie viel kostet der Quadratmeter Wohnfläche bei euch nur der Immobilie, also unabhängig von der Lage? Ja, das ist eine Frage, die ich fast jeden Tag gestellt bekomme. Und das ist eine Sache, die aber auch sehr spannend zu lösen ist. Dadurch, dass wir und durch unsere zentrale Beschaffung quasi und den voll digitalisierten End-to-End-Prozess im Prinzip die Beschaffung für alle Objekte auf einmal umsetzen können, ja, sind die Preispunkte sehr wettbewerbsfähig. Also wir unterschreiten tatsächlich die 3.000 deutlich, wenn es darum geht, entsprechende Quadratmeterpreise auf die BGF anzusetzen. Okay. Wir werden über die Jahre aber immerhin günstiger, weil wir einfach immer mehr produzieren werden und dementsprechend weitere Skaleneffekte auch greifen. Okay, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und kommt es auch ein bisschen auf die Grundstücke an und so weiter, was den Preis angeht, oder ist das immer pauschal? Tatsächlich hängt es von mehreren Parametern ab. Einmal der Grundstückszuschnitt. Das heißt also, je nachdem, wie entsprechend auch die Baugrenzen aussehen, muss man entsprechend die Ausnutzung des Grundstückes dabei berücksichtigen. Und wenn es entsprechend das beispielsweise bedeutet, dass wir vielleicht eine schräge Ecke implementieren müssen, eine schräge Wand. Kostet ein bisschen mehr. Oder vielleicht gegebenenfalls auch nochmal tatsächlich unebenes Terrain haben und entsprechend größere Erdarbeiten anfallen, dann ist das natürlich entsprechend kostenintensiver. Auf der anderen Seite aber auch quasi je nach Produkt. Also wenn wir beispielsweise ein ETW-Produkt erstellen, ist die Ausstattung hochwertiger. Wenn wir ein Mietprodukt oder einen geförderten Wohnbau erstellen, natürlich dann auch da günstiger. Okay. Und welche Fragen bekommst du noch alltäglich gestellt, außer wie viel es kostet pro Quadratmeter? Gibt es da noch andere? Ja, wie schnell könnt ihr was bauen? Wie schnell seid ihr entsprechend verfügbar? Also das sind die Themen, die sich häufig bewegen. Und wie schnell? Also als Beispiel nenne ich mal die Gebäudeklasse 4. Wir haben tatsächlich ein knapp 3000 Quadratmeter großes Gebäude, 3000 Bruttogeschossfläche. Das können wir tatsächlich in 11 Monaten erstellen. Ja, das ist tatsächlich das, was wir als idealisierten Wert bei uns mitgeben. Und je nachdem, wie groß das Bauvorhaben ist, gibt es entsprechende Versatzzeiten, je nachdem, wie viele Baupunkte man auch entsprechend wählt und auch wie komplex aber auch das Terrain und auch die Zuwegungen sind. Manchmal sind auch die Zuwegungen häufig ein Thema, die man auch logistisch koordinieren muss, damit man entsprechend auch zügig erstellen kann. Okay, spannendes Thema auf jeden Fall. Also wenn von euch jemand da draußen ein Grundstück hat und bauen möchte und vor der Hürde der hohen Baukosten steht, ich denke, der kann sich bei euch melden, oder? Natürlich, jederzeit, gerne. Und dann kriegt ihr vielleicht ein gutes Angebot, wer weiß. Und ansonsten danke für deine Zeit, Gabriel. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf der Messe. Danke dir. Gute Deals. Und euch, wenn ihr Fragen habt an Gropius, an das Konzept oder an das Interview jetzt, let us know in the comments below und wir beantworten das einfach. Ciao.